Ja, herzlichen Dank, Herr Lägel, für die freundliche Einführung. Es macht einen großen Unterschied, ob Sie eine App downloaden, sie nutzen oder ob Sie dort investieren müssen. Sie schauen mit ganz anderer Perspektive auf dieses Tier und stellen kritische Fragen. Positiv ist jedoch, dass Investoren ein Feld lieben, in dem eine hohe Dynamik zu verzeichnen ist, in dem Dinge umgebrochen werden und sich neu entwickeln. Daraus ergeben sich große Potenziale. Investoren haben Visionen, gehen damit nicht zum Arzt, sondern versuchen sie umzusetzen. Sie haben Visionen, wir glauben an den emanzipierten Patienten, wir glauben daran, dass wir irgendwann eine digitale, integrierte Gesundheitswirtschaft in Deutschland haben werden und wir glauben, dass das nicht mehr top-down geschieht. Wir warten nicht mehr auf ordnungspolitische Rahmenbedingungen, sondern wir glauben, dass das bottom-up kommt. Getrieben von den Konsumenten, getrieben von Start-ups, von vielen kleinen Elementen, die dort Gas geben. Investoren lieben es vor allen Dingen, wenn viel Geld im Spiel ist, haben gerne eine große Möhre vor der Nase hängen. Ja, und das sieht man allein im Mobile Health Markt, geht man von einem Marktvolumen im Jahr 2017 von 23 Milliarden Euro aus. Das ist natürlich für Start-ups schon ein ganz schöner Brocken. Da können wir schon einige Unternehmen entwickeln, die wirklich schwer werden können, die wirklich ja, auch zu großen Rückflüssen bei Investoren führen können. Dieser Markt, das ist, glaube ich, entscheidend zu verstehen, entwickelt sich nicht mehr top-down, sondern eben bottom-up. Da habe ich einen Chart gefunden von Deloitte. Heute sind wir eben sehr, sehr fragmentiert, haben einzelne Lösungen, ja, hier Patient, Konsument, Service, kein Mensch läuft mehr ohne einen Sport-Tracker, das ist klar. Aber wir sind weit entfernt von einer Vernetzung. In der zweiten Phase wird es erste Vernetzungen geben. Vielleicht ein Service-Provider, ein Start-up, das für den Patienten eine Diabetes-App liefert, betreibt, die Daten lagert und den Arzt mit einbezieht. Das ist der nächste Schritt. Und danach werden diese Insellösungen hoffentlich einen Weg finden, zusammenzukommen. Das ist allerdings dann Zukunft, wie dann die komplette Integration aussehen wird. Wie das passieren wird, müssen wir heute noch nicht wissen. Wenn wir viele Startups, viele Innovationen und viele Akteure im Markt haben und diese Evolution anschieben, werden wir vielleicht zu ganz neuen Ergebnissen kommen, die wir heute noch gar nicht erahnen. Das ist die Vision, die uns treibt. Ein hohes Marktvolumen, eine Entwicklung bottom-up und eben die ganz klaren Vorteile, die Visionen, die wir heute schon ausführlich besprochen haben im Bereich der Prävention, Therapie, Diagnostik und eben Informationen für die Patienten und vor allen Dingen auch die Vorteile bei den Prozessen. Das ist soweit, was der Investor als Vision hat, die Chancen, die er gerne sieht. Aber so schnell, nicht umsonst heißt dieser Investor in Deutschland auch Risikokapitalgeber. Das heißt, er schaut sich die andere Seite des Pferdes auch an. Ja, das ist nicht nur von vorne schön, sondern es muss von hinten auch eben passen. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge andere Themen, die uns dann drücken. Es gibt viele, viele Hemmnisse in diesem Markt. Also wir haben Studien gesehen, es gibt 97.000 Mobile Health Apps. Und wenn Sie eine neue bringen, dann ist das schon unübersichtlich und es entstehen täglich neue. Das ist also eine hohe, krasse Wettbewerbssituation, in der wir uns bewegen. Wir haben das Thema Datensicherheit und da geht es zum einen um die objektive Datensicherheit, kann man zertifizieren, aber vielleicht noch wichtiger ist die subjektive Akzeptanz der Kunden, auch wirklich diese Datensicherheit zu akzeptieren und sagen, ich lege meine Daten dorthin und gehe davon aus, dass sie nicht morgen beim Arbeitgeber liegen und missbraucht werden. Und da ist viel Vertrauen und viel zu tun, aber dieses Thema muss man berücksichtigen. Wir haben auch viele regulatorische Anforderungen. Alle wissen, Clara hat in Berlin einen tollen Start gehabt, hat mit viel
Öffentlichkeit auch Geld eingesammelt. Heute sind die aber eher in Amerika, weil die regulatorischen Ansprüche in diesen Märkten schwierig sind. Wir haben unübersichtliche und sehr konservative Märkte. Wenn Sie Ihre Apps oder Ihre IT-Lösungen an Krankenhäuser verkaufen, dann ist völlig undurchsichtig, wer der Entscheidungsträger in diesen Häusern ist. Sie haben eine offene Zahlungsbereitschaft der Kunden. Das Thema ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, weil wir natürlich die großen Vorteile dieser Apps alle erkennen, aber nicht wissen, wie wir Geld damit verdienen wollen. Auch die Netzwerkeffekte sind relevant. Klar, ist ein Riesenvorteil, wenn man Netzwerke hat, aber in Netzwerken braucht man zum einen sehr viel Geld, weil man eine Mindestgröße braucht. Eine Community lebt nur von einem regen Verkehr. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Effekt, dass der Winner alles nimmt. Das heißt, wenn Sie an zweiter Stelle stehen, gehen Sie in vielen Fällen leer aus. Die zentrale Frage, die dann bleibt, ist, wie kann ein Startup, wie kann eine Innovation wirklich Geld verdienen? Da gibt es eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Viele sagen, ja komm, ich gehe in den App Store und nehme eine kleine Gebühr. Das funktioniert nur außerordentlich selten. Viele sagen, okay, ich gebe meine App frei raus, mache erstmal ein Freemium und dann akquiriere ich die Leute, die Premium nehmen und etwas zahlen. Auch schwierig, wie hoch die Conversion Rate dort ist. Werbung ist für Informationsplattformen natürlich ein Weg, aber dort auch ein schwieriger Weg, weil erst die Seite echt Traffic haben muss, um Werbung einspielen zu können. Die Frage ist, wenn man im zweiten Gesundheitsmarkt beginnt, wie komme ich eigentlich in den ersten? Wie kann ich wirklich skalieren? Und wenn ich im zweiten Gesundheitsmarkt bin, muss ich auch tatsächlich USP haben, damit meine Kunden, die eigentlich gar nicht gewöhnt sind zu zahlen, tatsächlich auch was für die Leistung auf den Tisch legen. Am Ende glauben wir, dass Partnerschaften sehr, sehr wichtig sind in diesem Markt, um voranzukommen. Es geht um Partnerschaften, strategische Zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den Kostenträgern. Wir sehen seltenes Interesse der Kostenträger, der Kassen, wenn es um Innovationen geht in dieser Zeit. Bisher war es immer so, wenn es um Innovationen geht, waren die Kassen nicht zu sehen. Ja, weil Innovation bedeutete immer, es wird deutlich teurer. Das kann sich jetzt ändern. Durch neue Prozesse, durch neue Effizienzgewinne können wirklich die Kosten runtergefahren werden. Deswegen sind die Kassen grundsätzlich interessiert. Die Kassen haben zum Teil auch etwas Spielgeld, können das in Innovationsprojekte reinstecken. Bei Katerna ist das passiert und wir hoffen auch, dass das bei anderen ebenfalls passiert. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Auch die Pharmaunternehmen sind Partner. Die wollen die Kunden an sich binden. Die wollen sehen, dass die Medikamente auch tatsächlich eingenommen werden. Ich glaube, das war heute ja auch schon ausführlich Thema. Die Stiftungen und Verbände natürlich ebenfalls. Und auch öffentliche Stellen, denen man vielleicht ein bisschen, also mit denen man gemeinsam Geschäfte entwickeln kann. Für einen Investor ist ganz zentral, dass diese Frage gut beantwortet wird. Wie kann ich Geld verdienen? Und diese Partnerschaften, die können eine Antwort sein. Sind auch nicht leicht hinzubekommen, das wissen wir. Die Kostenträger sind nicht die schnellsten, die Pharmaunternehmen sind auch nicht die schnellsten und die anderen auch nicht. Von daher braucht man Geduld, ein bisschen Glück und eben gute Netzwerke. Und solche Veranstaltungen wie hier können natürlich dazu beitragen, solche Prozesse zu verkürzen. Ansonsten verlangen wir das, was man immer verlangt. Einen klaren USP, einen klaren Kundennutzen, eine vernünftige Marktanalyse. Viele Geschäftsmodelle der Startups sind nicht wirklich bis zum Ende, bis zum Kunden gut durchdacht. Auch ganz relevant. Und natürlich das Team, gemeinsam mit dem Key Opinion Leaders, die Leute, die das Ganze mit unterstützen. Auch das ist, glaube ich, für eine Innovation von ganz besonderer Bedeutung. Der Businessplan wird von vielen gehasst. Soll aber nicht für den Investor geschrieben werden, sondern der soll den Weg vorgeben, den das Startup gemeinsam mit Investoren geht, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel sollte man zumindest definieren. Diese Roadmap ist eigentlich für jedes Projekt zwingend. Und jemand, der einen Businessplan kategorisch ablehnt, der arbeitet ziellos. Muss kein, wie der jetzt ausgestaltet wird, ob es eine PowerPoint-Präsentation ist, das spielt gar keine Rolle. Aber ohne einen Pfad, ohne Ziele, die man gemeinsam definiert, braucht man eigentlich gar nicht starten. Das ist irgendwie logisch.
Und eine Finanzierung mit smartem Risikokapital soll heißen, Investoren haben auch eine große Verpflichtung, diese Netzwerke mitzuentwickeln. Weil die Startups ja per Definition ganz ohne Netzwerk starten, ist es wichtig, Investoren zu haben, die dort schon eine gewisse Basis bringen. Und echte Venture Capital Investoren, die sich auch als Mitunternehmer verstehen, investieren in diese Netzwerke und bringen die pro bono mit an. Das nennen wir dann Value Add. So, welche Unternehmen bleiben da eigentlich noch über? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die wir finanziert haben oder gut finden. Das erste ist aus dem Bereich der Therapie. Die Tinnitrax behandelt Tinnitus und Sie können diese App runterladen und können aber auch beim Gehörgeräteakustiker gemeinsam mit Sennheiser Kopfhörer erwerben, wo Sie dann Musik hören und ein Teil der Musik ist ausgeschnitten, genau die Frequenz, die Ihr Tinnitus hat und das führt dazu, dass dieser Tinnitus runterreguliert wird. Das ist ein Startup aus Hamburg und die sind am Markt, haben sich eben ein Industrieunternehmen, Sennheiser, gesucht als Partner und verpartnern sich natürlich jetzt auch, hoffentlich auch mit Kassen. Das zweite ist CardioSecure, das ist ein EKG-System, ein 12-Kanal-System, was Sie an Ihrem Smartphone anschließen können und sich selbst ein EKG abnehmen können, an jeder Stelle. Das ist sehr wichtig für Risikopatienten, um Rückfälle feststellen zu können. Und wenn das EKG abweicht von dem kalibrierten Wert, gehen Sie zum Arzt. Das ist auch wirklich datenbasiert, das ist also ein ganz solides diagnostisches Instrument. Ein weiteres Diagnostiktool ist die IOP, das misst den Augeninnendruck. Sie können jederzeit Ihren Augeninnendruck ablesen, allerdings ist das natürlich invasiv. Im Allgemeinen wird das im Rahmen einer Kataraktoperation mit eingesetzt, ein kleiner Ring, der dann verbleibt, sodass Sie Ihren Augeninnendruck messen können. Das ist weit weg von der App, natürlich, von der klassischen App, wie wir uns das vorstellen. Das ist weniger Funny Health, sondern wirklich Serious Health. Ein weiteres Beispiel, was eher sich um Prozesse dreht in den Krankenhäusern, ist die Advanova, die digitale Patientenakte anbietet. Viele Krankenhäuser tun sich schwer, diese Dinge einzuführen, aber es gibt einige Krankenhäuser, die es mit sehr viel Erfolg und Begeisterung getan haben. Advanova hat gute Referenzen und versucht eben hier Effizienzgewinne in den Krankenhäusern zu bringen. Ist auch eine Insellösung, aber wenn wir diese Inseln irgendwann vernetzen, entsteht da Mehrwert. Ein weiteres Prozessthema ist die Connected Health. Da sind wir nicht investiert, aber wir finden das interessant. Ein Startup aus Hamburg, die Hoheit über das Wartezimmer bei den Ärzten erlangen wollen und dort einen Hub hinlegen. Und über den Hub kann der Patient mit seiner App Daten, seine persönlichen Daten, auf sein Handy laden und dann vielleicht auch in einer Cloud sicher aufbewahren, in seiner Private Cloud. Das ist ein Thema, was wir sehr visionär finden, weil das tatsächlich eine Vernetzung bedeutet. Und wenn die gelingt, dann entsteht natürlich dort Wert. Wenn so ein Startup so einen Netzwerkknotenpunkt, so einen Transfer, eine Strecke besetzen kann, entsteht dort Wert. Das finden wir spannend. So, diese Beispiele zeigen eben, die Menge ist jetzt nicht leer. Investoren gehen da auch rein. Und wir finden für diese Unternehmen auch weitere Investoren, die diese Unternehmen über das hinaus entwickeln. Vielleicht noch hier ein Blick, was man braucht als Investor. Man braucht ein Netzwerk Richtung Kooperationspartner in der Seed-Phase, andere Investoren. Wir brauchen Know-how wie Coaches, einen Expertenpool, um eben die wirklich dringenden Fragen ganz spezifisch beantworten zu können. Das können wir alleine nicht, weil wir sind ein Team von 10 Leuten im Life-Science-Bereich, können also nicht jede spezielle Fragestellung selbst lösen. Dazu brauchen wir dann die richtigen Partner. Das Gleiche gilt für viele Beirats- und Aufsichtsratspositionen. Darüber hinaus brauchen wir Kontakte zu anderen Venture-Capital-Investoren, die im MedTech-Bereich auch Akzente setzen und investieren. Diese Partnerschaften sind außerordentlich wichtig. Heute ist zum Beispiel hier der Tom Rasche da, mit dem man dann gemeinsam diese Unternehmen weiterentwickelt. Hier auch Kontakte zu Verbänden, Institutionen und Kostenträgern, die in diesem Bereich von besonderer Relevanz ist. Und natürlich auch große Partner und Konzerne. Bei uns in unserem Fonds sind Bayer, B. Braun,
Bosch, die Deutsche Telekom, SAP investiert, die sich alle für diese Themen auch sehr interessieren. Ja, das ist hier vielleicht nochmal ein Überblick. Wir haben zwei Fonds, die aktuell investieren. Der zweite Fonds hat 304 Millionen Euro und Sie sehen eben hier eine ganze Reihe von Investoren, die uns das Geld gegeben haben, wie Bayer, B. Braun, BASF, Bosch. Auch, und die Telekom ist natürlich im Gesundheitsbereich interessiert. Kiagen denkt ganz anders, aber die definieren sich selbst auch immer mehr als IT-Unternehmen. Das ist außerordentlich spannend im Bereich der Diagnostik und personalisierten Medizin. Da ergeben sich neue Möglichkeiten, die den Bereich der digitalen Gesundheitswirtschaft adressieren, von unterschiedlichsten Seiten. Und wir wollen dort eben mit neuen Startups einen Teil von diesem Kuchen haben. Und ja, diese Diskussion finden wir spannend und möchten gerne dazu beitragen, dass wir solche Innovationen auch erfolgreich machen können. Vielen Dank.